Hallo, liebe Freunde der gepflegten Waldbahnunterhaltung. Ich wurde in letzter Zeit häufig gefragt, ob ich mal wieder ein neues Video von meiner H0E-Waldbahn einstellen könnte. Es hat lange gedauert, aber nun ist es endlich da. Und damit es etwas Abwechslung gibt, habe ich mir auch gleich ein paar besondere Gäste eingeladen. Hier sehen wir eine Stütztenderlok vom Typ Forney mit ihrem Frühzug auf dem Weg nach Schiefsgott. Der Kenner hat es sicher schon bemerkt. Wir haben heute Gäste aus den USA, genauer gesagt aus dem Bundesstaat Maine. Hier gab es vor einiger Zeit ein großes Netz an Schmalspurbahnen mit der hier ungewöhnlichen Spurweite von 2 Fuß. 2 Fuß entsprechen ca. 610 mm und ist somit nah an unserer Feldbahn. Diese Spurweite war in den USA nur sehr selten anzutreffen und konnte sich nur in den Wäldern von Maine behaupten. Unter Eisenbahnfreunden sind diese Bahnen auch als die Maine Two-Footer bekannt, mit den Namen Sandy River, Wiscasset Waterville in Farmington, Brighton and Saco River oder Kennebec Central. Heute ist nur noch wenig geblieben. Besonders bemerkenswert ist die Museumsbahn der Wiscasset Waterville in Farmington, welche von Elna aus einen Teil der historischen Strecke wieder aufgebaut hat und sogar Originalfahrzeuge restauriert. Darunter die Dampflokomotive 9 der Bauart Forney. Doch kommen wir zurück zur Modellbahn. Am Nachmittag macht sie die schwere Schlepptenderlok Nummer 1 mit einem Güterzug auf den Weg. Ein wichtiges Transportgut war auch beim Original das Holz, welches aus den dichten Wäldern zu den Fabriken in den Städten gebracht wurde. Nachdem der Rungenwagen an der Verladerampe abgestellt wurde, geht die Fahrt weiter entlang an Weiden und Wäldern in Richtung Schiefsgott.
Hier treffen wir auch wieder auf die Forni Nummer 5, welche sich am Lokschuppen erholt für die Rückfahrt am Abend. Da das Stumpfgleis am Ende des Bahnhofs nur für die Lokomotive ausreicht, muss das Lokpersonal beim Rangieren manchmal pfiffig sein. Beobachten wir hier die Crew von Lok Nummer 1, wie sie den Güterzug umrangiert und für die Rückfahrt bereit macht. Vorbei an der kleinen Köhlerei macht sich der Güterzug nun auf seinen Rückweg. Gegen Abend rückt auch die kleine Forni wieder aus dem Lokschuppen aus und nimmt den letzten Personenzug des Tages an den Haken.